Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin und heute mit den besonderen Themen Algen. Sind Algen förderlich für unsere Gesundheit? Und welche Algen sind dann gesundheitsförderlich? Das ist das heutige Thema, wo ich mit zwei Experten heute besprechen möchte. Einerseits ganz herzlich willkommen einmal mehr. Schön, dass du da bist, Johannes Engesser, Dr. Med aus Kreuzlingen. Du bist anthroposophischer Arzt. Anthroposophischer Arzt, habe ich richtig gesagt? Hast du richtig gesagt? Danke vielmals. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Dieses Wort ist genauso schwierig wie beim anderen Experten. Herzlich willkommen, Ronald Iverson. Du bist auch Experte im Bereich Astaxanthin. Genau, super. Okay. Jetzt sag mir noch, wie die Alge heißt. Oh. Okay, ich mach mich weiter. Okay, ja, sag's schnell. Hämatococcus pluvialis. Okay, wie lange hast du da geübt? Oh, es ist Wochen. Ehrlich, super. Ja. Also, ich fange gleich mal an mit diesem Thema Algen. Algen ist ein Urgewächs. Viele Geschichten sagen auch, aus diesem ist letztendlich auch das ganze Leben entstanden. Also irgendwo mal eine Alge letztendlich in der Lage ist, Chlorophyll zu produzieren und dann hat das Ganze angefangen zu und so weiter. Also ist Algen in der Medizin ein Thema? Algen sind natürlich sehr interessant, weil sie insofern auch ein Urgewächs sind, als sie ganz am Anfang der Nahrungsmittelkette stehen. Man muss sich vorstellen. Die werden immer gefressen von allen. Die werden, ja genau. Ja, genau. Also alle anderen gehen hin. Das sind sozusagen Grundlage für viele andere. Insofern sind Algen tatsächlich ein ganz interessanter Organismus. Und wir wissen von einfachen Organismen, von Urorganismen, dass sie teilweise sich spezialisieren in eine Substanzbildung hinein und damit quasi lebendige Chemielabore sind. Ja, das ist wirklich ganz speziell. Wir kennen das auch von Pilzen und von anderen Einzellern, die ja teilweise dann auch entsprechend sogar manipuliert werden, dass sie entsprechende Substanzen... Mit Pilzen zum Beispiel. Ja, ich glaube, bei Pilzen müssen wir auch mal reden, weil das ist auch sehr interessant. Ein anderes interessantes Thema. Aber bleiben wir heute bei den Algen. Ja. Das Erste, was ich so als Einwand bringen will, Algen kommen sehr häufig eher aus den Meeren. Ja. Und die Meere sind heute alles andere als noch so sauber. Kann man trotzdem die Alge noch weiterhin konsumieren? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Die kommen nicht aus dem Meer. Das ist eben, ja. Die zumindest. Genau, manche kommen nicht aus dem Meer. Genau. Es gibt aber natürlich die Uralgen, die kommen aus dem Meer. Also die ersten Algen kommen natürlich aus dem Meer. Aber tatsächlich ist es so, dass das Verschmutzungsthema da ein sehr großes Thema sein kann. Mhm. Also sofern die Meere verschmutzt sind, sind die Algen natürlich die ersten, die verschmutzt sind, die diese Verunreinigungen aufnehmen. Das Weil sie wie Filter arbeiten eigentlich. Ja. Genau. Mhm. Und das ist natürlich auch eine sehr positive Eigenschaft. Und da kommen wir zu deinen speziellen eigenen Algen, mit denen du viel umgehst, zu deinen Freunden. Die ja doch diese Eigenschaft besonders haben, Giftstoffe aufzunehmen. Ja, ich glaube zwar, dass es da eine Verwechslung gibt mit der Eigenschaft von Chlorella zu Spirulina, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ich bevorzuge übrigens bei Algen die Chlorella aus Deutschland. Das ist eine Farm in Deutschland, die Chlorella züchtet. Sorry. Und für Spirulina bevorzuge ich eine Farm auf Hawaii. Dort ist es, auf Hawaii ist es zum Beispiel so, dass die aus, ich glaube, 900 Meter Tiefe holen die Meerwasser hoch und befüllen damit auch ihre Becken. Also die Algen selber wachsen in Süßwasser. Das wird durch das Wachstum der Algen dann zwar alkalisch, geht auf einen pH-Wert von 10 hoch, aber sie führen dann immer wieder Meerwasser aus 900 Meter Tiefe dazu, um Mineralstoffe zu liefern. Ja? Also, und wenn es um Verschmutzung der Meere geht, kann ich nur sagen, Wissenschaftler haben festgestellt, dass dieses Tiefenmeerwasser ein Rückfluss von dem Golfstrom ist und es braucht 1000 Jahre, bis es wieder da ist in Hawaii. Das ist also ein Wasser, das über
tausend Jahre oder sehr viele hunderte von Jahren nicht mit dem Oberflächenwasser in Berührung gekommen ist. Das heißt also wirklich sehr, sehr rein ist. Aber und Verschmutzung ist ja schwer. Eine Verschmutzung sinkt doch. Du denkst jetzt an Metalle und so weiter, ja? Ja, zum Beispiel. Ja, also dieses Wasser wird auch genommen dort. Man macht Trinkwasser, also Salztrinkwasser daraus. Salzwasser, das man sich dann mischt mit Süßwasser und so weiter, ist wirklich sehr streng analysiert dort auf Hawaii. Und ich muss sagen, es ist ein ganz besonderes Wasser. Okay. Ja. Lassen wir das Weberwasser. Ich meine, wenn die Alge ja Giftstoffe aufnehmen würde, ist es ja nachweisbar. Ich meine, da gibt es auch sicher auch ganz strenge Richtlinien. Ja. Und an die Labore, die das ja messen, bevor es auf den Markt kommt. Schau mal, diese Algen, die wir haben, werden produziert. Das heißt, die wachsen nicht im Meer, sondern es sind Pools, die dort angelegt werden. Oder in Sachsen-Anhalt, die Chlorella wird in Glasröhren gezüchtet. Das finde ich auch sehr, sehr gut, weil es mit der Umwelt gar nicht in Kontakt kommt, sozusagen. Ja. Auch die Algen in Israel, die auch diese Alge Hermatococcus pluvialis für Astaxanthin herstellen, die produzieren das auch in Glasröhren. Und ist eine sehr, sehr reine und gute Angelegenheit. Das sind sozusagen völlig kontrollierte, geschlossene ganz genau, Systeme. Ne? Ganz genau so ist es, ja. Okay. Die kommen auf den Markt. Oder gibt es auch da Spreu und Weizen? Also gibt es Spirulina so und Spirulina so? Naja, also das ist eigentlich ein anderes abendfüllendes Thema. Aber ich gehe mal ganz kurz darauf ein. Und zwar, die Farm in Hawaii hat zum Beispiel das allererste Bio-Spirulina hergestellt. Das war damals zertifiziert als Bio. Wurde kontrolliert von der Quality Assurance International. Aber es ist so, dass es damals dem Bio-Standard für Agrarwachstum, also für auf der Erde wachsenden Pflanzen, angepasst war, weil es noch keine Richtlinien für Aquakulturen gab. Und dieser Standard ist aber geändert worden vor 15 oder 17 Jahren, dass man gesagt hat, jetzt entwickeln wir für Aquakulturen spezielle Bio-Verordnung. Und da hat man dann damals zum Beispiel die Düngung mit Mineralstoffen verboten. Und es muss jetzt für die neue Bio-Verordnung mit Kompostie, also mit, ich sag's mal, mit Vogelkot gedüngt werden. Tatsächlich, das ist wie wenn eine Kuh letztendlich Fleisch fressen würde. Sie gibt dann zwar noch Milch, aber die Milch hat nicht mehr die gleiche Qualität. Und so ist auch bei den Algen. Die Algen können nicht mehr diese Nährstoffe entwickeln, wenn sie heute, nach dem heutigen Biostandard produziert werden, können nicht mehr diese Nährstoffe entwickeln, die sie eigentlich haben, wenn sie nach natürlichen Bedingungen wachsen, mit Mineralstoffdünger. Und, ist das etikettiert? Ist das angeschrieben, welche Spirulina, also das, was du jetzt gerade gesagt hast? Das wissen die wenigsten. Ach. Es ist nur so, dass es halt Bio-Spirulina gibt und normale Spirulina aus Hawaii, das aber noch nach alten Bio-Standard produziert wird. Ja? Mhm. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel, wenn man sich anschaut, welche Farmen produzieren denn noch Bio-Algen, Chlorella oder auch Spirulina, dann sind das Farmen aus Indien oder aus China oder Taiwan, weil die auf dem europäischen Markt gar nicht Fuß fassen könnte, wenn nicht Bio draufstehen würde. Okay? Und ich bevorzuge tatsächlich nicht Bio-Algen, weil ich dann weiß, dass sie nach einem alten Standard gezogen sind, der einfach ein natürliches Wachstum für die Algen hatte. Aber ist ein bisschen eine Vertrauenssache für uns Konsumenten, dass wir sagen, das ist der Hersteller oder der Lieferant, der ist in die Schweiz oder nach Deutschland dran und der steht dafür mit seinem Namen, weil er es vor Ort angeschaut hat, oder? Also ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich der Einzige, der gute Spirulina hat, aber ich war vor über 22 Jahren in Hawaii damals und habe die Farm kennengelernt und kenne die ganzen Leute da. Wir sind mittlerweile wirklich ein gutes Team zusammen, sehr vertraut. Und ich weiß, dass die einfach die für mich allerbeste Spirulina-Qualität herstellen, die ich kenne. Und in Klötze ist es genauso, also dort, wo diese Chlorella gemacht wird. Sie haben eine unglaublich tolle Qualität mit einem sehr hohen Vitamin B12-Gehalt auch. Also wirklich ganz rein, man schmeckt das auch. Ja. Ist eine ganz andere Qualität als diese Bio-Algen. Du hast jetzt immer wieder drei Wörter genannt im Bereich der Algen, nämlich Spirulina, Chlorella und Astaxanthin. Gibt es noch weitere Algenformen, die heutzutage eigentlich gut wären, als Lebensmittel zu integrieren? Ja, gibt es mit Sicherheit, ja. Also zum Beispiel, wenn es um natürlichen Jodgehalt geht, habe ich lange Zeit ein Produkt aus Schweden gehabt, das aus natürlich wachsenden Algen im Meer
Und zwar in der Nähe von Grönland, also wirklich auch super Qualität da oben, sehr reines Wasser noch. Diese natürlich gewachsenen Algen zu einem Produkt produzierte, in dem man natürliches Jod aufnehmen konnte. Das ist wirklich genial. Also bis dann eines Tages dann die Lebensmittelkontrolle bei mir eingeschneit ist und ich musste das Produkt einstellen, weil der Jodgehalt von natürlich wachsenden Pflanzen nicht so leicht zu standardisieren ist. Ja? Das ist mit jeder Ernte ein bisschen anders. Und so ist das Produkt damals leider vom Markt geflogen. Aber es gibt auch andere Algen, die wirklich sehr wesentlich sind. Aber ich bin vor allem spezialisiert auf diese Mikroalgen, nämlich Chlorella und Spirulina, weil ich das als ein Lebensmittel sehe. Also nicht ein Nahrungsmittel, sondern ein Lebensmittel, ein Mittel wirklich zum Leben. Das hat so viel interessante Nährstoffe, so viel Spurenelemente, Mineralstoffe und so weiter, dass es einfach gut ist für die Zellen. Ja, dann gern wieder zu dir. Wie siehst du das? Ja, also diese erwähnten Algen sind natürlich hervorragende Lieferanten für sozusagen schon eine Art vegetabilisierte Metalle, ne? Also Mineralstoffe. Ne? Das ist ein Lieferant für viele grundsätzliche Mineralstoffe und eben, wie du gesagt hast, teilweise Vitamine, Vitamin B12 und so weiter und so weiter. Wir kennen auch Algenprodukte. Also das sind gar nicht mehr die Algen selber, sondern Produkte aus Algen. Zum Beispiel das DHA, die Docosahexaensäure, die ja für viele Menschen eine Notwendigkeit darstellende, aber trotzdem nicht richtig bedient wird. Ne? Ja, früher hatten wir es, glaube ich, im Lebertran, oder? Im Lebertran. Das war doch früher dieses scheußliche Ding da, oder? Genau. Den wir so gemocht haben. Ja, genau. Aber das war früher haben noch erlebt, ganz gang und gäbe, oder? Ja. Da war es, genau, war das so sozusagen mit drin. Heutzutage ist, verschwunden. Ist der Lebertran eigentlich verschwunden. Und die Nahrung, die hat es halt klassischerweise sozusagen aus dem Fischverzehr noch gebracht, was dann spätestens für Veganer ein Problem ist. Und ich wurde teilweise von Patienten gefragt, ja, sag mal, was sollen wir denn machen? Ja, sollen wir sozusagen verhungern? Da muss es doch eine Lösung geben. Und es gab keine. Und ich habe dann angefangen zu forschen und zu schauen, ja, wo gibt es das denn? Wie kann man das machen? Habe mich bei verschiedenen meeresbiologischen Instituten erkundigt, kann ich von euch spezielle Algen bekommen, beziehen, die sehr hoch in der Produktion von DHA sind, in dem Wissen, dass die Fische teilweise, also zum großen Teil einfach das eben auch aus Algenverzehr anreichern. Ja. Und die produzieren zwar insgesamt auch etwas mehr DHA als wir, aber vor allem reichern sie es eben an. Ja. Warum geht man dann nicht gleich zur Urnahrung? Ja, warum? Und das wäre die vegane Version. Form. Ja. Und das wäre doch ideal, wenn es das gäbe. Und dann habe ich mich tatsächlich erkundigt und eine Quelle gefunden, wie das in reinster Form hergestellt wird. In der Zwischenzeit gibt es viele Konkurrenten. Es gibt tatsächlich gibt's auch schon sonstiges veganes Algenöl auf dem Markt. Wir haben eine Form gefunden, die reines Algenöl ist, also ohne Auszugsmittel. Das heißt, auch von dem DHA-Gehalt besonders hoch und auch im geschlossenen System gezüchtet. Und das ist eben ein großer Vorteil. Und was ich noch gehört habe, es oxidiert nicht. Problem ist, das ist auch eben so immer ein Problem, wie machen wir das, dass diese Sachen nicht oxidieren. Wir machen das mit Stickstoffinertisation, wie man das nennt. Also wir füllen das so ab, dass eine Stickstoffschicht, der Stickstoff ist schwerer als die normale Luft und die gleitet sozusagen die Oberfläche aus. Bleibt immer auf der Oberfläche, auch wenn das Fläschchen sozusagen gekippt wird, um die Tröpfchen zu sich zu nehmen, bleibt immer diese Schicht obendrauf und damit haben wir, glaube ich, einen sehr effektiven antioxidativen Schutz. Danke. Ich höre Chlorella und Spirulina auch immer wieder im Zusammenhang mit Entgiftungen, speziell aus der Alternativmedizin. Inwiefern ist das ein Thema mit diesen Dingen
Entgiftungen zu machen, Schwermetallentgiftungen, also Darmsanierung. Ja, ganz grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die Algen, also manche Algen ganz besonders, so Giftabsorber sind, das schon. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so, dass sie Mineralien liefern, die ihrerseits toxische Mineralien verdrängen. Mhm. Und das, insofern ist es berechtigt. Isst man das denn so als grüne Alge so auf dem Tisch oder ist es dann speziell besser, man konzentriert sich hier auf Nahrungsergänzungskapseln? Naja, also in manchen Kulturen sind Algen tatsächlich täglicher Bestandteil. Ja. Japaner haben das täglich auf dem Tisch, Franzosen zum Teil auch. Ja, das, in Frankreich findet man teilweise so Kombu- oder Wakame-Algen, wie sich inzwischen bei uns auch schon die japanischen Namen eingebürgert haben, die findet man teilweise auf dem Markt. Ne? Mhm. Die hängen dann so in großen Büscheln da, kann man dann für seine Suppe kaufen. Mhm. Also sehr zu begrüßen, das wirklich auch selber zu kochen und zu essen in dieser Urform. Ja, eben immer mit der Vorsicht, ob sie nicht inzwischen auch belastet sind, eben weil sie so. Ja, dann ist es wieder besser, man geht auf diese gezüchteten, in einem geschlossenen System stattgefunden. Sagen wir so, da sind wir zumindest auf der sicheren Seite, ne? Das ist klar. Mhm. Ja. Und wir können damit auch einen natürlichen Entgiftungsprozess mit unterhalten und fördern. Wenn ich schon sehr vergiftet bin, geht es mir persönlich zu langsam. Ja, da gibt es dann andere Möglichkeiten mit wirklich spezifischen Chelatoren. Ja. Aber da muss man zum Arzt, Chelat-Therapie, oder? Genau. Gut, das geht ja über Infusionen, oder? Das geht zum Teil über Infusionen, manchmal geht es auch schlicht über Kapseleinnahme. Kommt darauf an, welche Metalle jetzt da Priorität haben. Mhm. Wir machen das in unserer Praxis sehr viel, weil es einfach ein sehr großes Thema bei vor allem chronischen Erkrankungen ist. Mhm. Und da machen wir das so, dass wir tatsächlich schauen, welche Belastungen liegen überhaupt vor. Und danach richten wir dann auch die Chelatoren aus. Mhm. Es gibt so eine Art Bindungshierarchie von verschiedenen Chelatsubstanzen. Mhm. Und die berücksichtigen wir. Also es gibt manche Chelatoren, die bevorzugen speziell Quecksilber und Blei zum Beispiel. Okay. Oder sowas, ne? Mhm. Das heißt, da ist dann die Bindungskapazität da. Da ist dann die höchste Bindungskapazität. Mhm. Die kommen erst ins Blut. Krallen sich vielleicht von mir aus erstmal was, ein Calciumion, das lassen sie los für was anderes und dann nochmal für was anderes. Noch. Und am Ende steht dann zum Beispiel Blei, was gebunden wird. Mhm. Okay. Ja, macht Sinn, dass der Mensch, der Zuschauer oder zu Hause einfach mal periodisch sich, solange er gesund ist, auch die Präventivmaßnahme, einfach periodisch sich entgiftet? Sowieso. Ja. Es gibt ja Rituale, die sozusagen althergebracht, schon immer wieder Fastenzeiten und so weiter, die genau dafür gedacht sind. was weiß ich, indianische Schwitzhütten und so, was es so alles gibt. Also das ist sicherlich sinnvoll, auf jeden Fall. Oder die finnische Sauna. Oder da gibt es ja viele Rituale, die genau darauf abzielen. Und konkret jetzt auch mit Algen. Und mit Algen finde ich es auch sinnvoll, das eben zu ergänzen. Das wären dann eben so Mittel, die inzwischen einfach Nahrungsergänzungsmittel sind. Das kann sehr sinnvoll sein. Mhm. Die Chelattherapie würde ich nicht auf eigene Faust machen. Die würde ich immer unter Kontrolle machen. Klar. Die tatsächliche Chelattherapie. Das sind dann die spezifischeren Sachen. Aber eine Chelattherapie, wenn ich gleich noch hier drauf bin, auf diese wirkliche professionelle Entgiftung, macht das auch für präventiv für gesunde Menschen mal Sinn? Ich hatte auch mal Amalgamfüllungen, vier Amalgamzähne, die wir vor 5-6 Jahren mal genommen und vielleicht habe ich auch ein paar Sachen entgiftet, aber nie so professionell. Der Punkt ist, häufig wird einfach viel kompensiert. Ne? Also wenn wir viel Kraft haben, wie viel Lebenskraft und so weiter, können wir natürlich Belastungen teilweise kompensieren, selbst Belastungen, die wir nicht mehr ausgeschieden kriegen. Mhm. Ja, und dann kommt es halt zu einer Akkumulation. Ja. Meiner Erfahrung nach ist es, also ich würde inzwischen so weit gehen, es ist ein wichtiger Faktor im Alterungsprozess. Ja, die Entgiftung über? Die Vergiftung ist ein Faktor des Alterungsprozesses. Ja. Hat damit viel zu tun. Es geht immer um die Substanzen, die wir aufnehmen,
in den Organismus und die wir nicht schaffen, uns zu eigen zu machen. Können wir heute schaffen, alles zu entgiften, was wir heute an Umweltgiften aufnehmen? Oder macht es für einen gesunden Menschen Sinn, hin und wieder eine Schalatentgiftung durchzuführen? Es macht, das sind zwei Fragen. Können wir schaffen, alles zu entgiften? Nein, wir haben immer ein bestimmtes Giftlevel, das ist sozusagen die Auseinandersetzung auch mit der Außenwelt. Ja. Und in gewisser Weise würde ich sagen, ist das völlig physiologisch. Wir können normalerweise auch tatsächlich über Eikörper eigene Entgiftungssysteme damit umgehen. Ja, wir können, das heißt aber Stärkung des Systems, ja? Ja, ja, ja. Das ist Stärkung des Systems. Und so wie wir das können, würde ich das immer das auch fördern. Ja. Also ich frage nochmals. Sollte ich als gesunder 51-jähriger Mensch eine Schelatentgiftung periodisch beim Experten, beim Arzt machen? Also meiner Erfahrung nach werden wir so häufig fündig, dass ich sagen würde, es rentiert sich. Ja? Und es geht letztlich darum, nicht total zu entgiften, sondern in erfahrungsgemäßige, sinnvolle Normwerte zu bringen, die es erlauben, dass du selbst wieder dich weiterhin entgiftest. Mhm. Aber also mein Aufruf mal ganz generell an die Zuhörer und so weiter ist, nehmen Sie diese Rituale, diese Entgiftungsrituale, nehmen Sie die ernst. Und da können Sie natürlich unglaublich viel schon vorsorgen. Klar, mit Sauna oder eben Spirulina, Chlorella, Astaxanthin und so weiter. Das sind einfach Chancen, die man ganz normal in den Alltag integrieren kann. Wir sollten gesundheitserhaltend denken. Wenn das Kind erstmal im Brunnen gefallen ist, dann wird es immer wieder schwierig. Ja, trotzdem, dann braucht er auch auf meine Gesundheit. Ja. Und nochmals, ich hatte auch mal Amalgamfüllung. Ich habe auch dieses und jenes schon gehabt. Ja, und ich hatte auch 40 Jahre lang nicht auf meine Gesundheit geachtet, wie die meisten Menschen ja auch. Ja. Aber jetzt einfach zu sagen, ich will ja gesund alt werden. Wir wollen nicht alt sein, wir wollen nicht Parkinson haben, wo immer wieder auch irgendwelche Schwermetallvergiftungen ein Spiel ist, wo man hört zumindest, dass das einen Zusammenhang hat. Also wenn wir heute gesund sind und sagen, ich mache eine Schelatentgiftung, dann habe ich doch die allerbeste Prävention getroffen, um in ein gesundes Alter reinzukommen. Ja, okay. Würde ich bejahen. Gut. Genau. Wer machen Gelat? Ich habe dieses Wort erst einmal gehört, nämlich durch den Dr. Mutter, auch so einen Entgiftungsspezialist. Mhm. Ich habe es zum zweiten Mal bei dir gehört, dieses Wort Gelat. Mhm. Entgiftung, machen das alle Ärzte oder machen das nur ausgewiesene Spezialisten? Also diese jetzt, Gelattherapie machen ausgewiesene Spezialisten, die auch entsprechend ausgebildet sind. Wo finde ich die? Die sich sozusagen, es gibt eine Gesellschaft, eine deutsche Gesellschaft für Metalltoxikologie, nennt sich die, etwas kompliziertes Wort. Aber da kann man das finden, da kann man ganze Listen von Ärzten finden, die sowas tun. Und in der Schweiz? In der Schweiz gibt es das wenig. Das gibt es auch, aber wenig. Und die Schweizer sind auch meistens da gelistet. Okay. Also häufig. Also du wärst auch dort gelistet? Ja. In dieser Liste? Ja. Also, gut. Und die ganzen anthroposophischen Ärzte, machen die das generell auch? Ist das ein Bestandteil? Nein, generell nicht. Das ist so ein bisschen mein Impuls, den ich da auch versuche, in die anthroposophische Ärzteschaft hineinzubringen, ein Bewusstsein darüber zu haben. In der anthroposophischen Medizin ist längst bekannt, dass Metalle als Medikament gegeben, also Verreibungen oder auch potenzierte Metalle, wie auch immer, als Impuls für die Ich-Ebene verwendet werden können. Wirklich als Heilmittel für die Ich-Ebene. Mhm. Weil anders erreicht die Ich-Ebene nicht als wirklich durch wirkliche Substanz, durch mineralische Substanz. Und umgekehrt, wenn ich zu viel Metalle eingelagert habe, die ich nicht integriert habe, nicht verlebendigt habe in meiner eigenen persönlichen individuellen Weise, die meinem Organismus angepasst ist, weil es einfach zu viel ist, ich werde nicht damit fertig, dann stört es genau diese Ebene auch. Das heißt, es stört die Regulierungsebene, die Selbstregulierungsebene. Und das ist ein Thema. Ich finde es ein sehr wichtiges Thema. Ich auch. Ich habe noch eine Frage. Ist das einen Tag bei dir oder muss man da 5-6 Mal kommen, um für diese Gelat? Es ist aufwendig. Ist aufwendig? Ich sage es ganz offen, es ist aufwendig. Je nachdem was, es gibt Infusionen, die dauern 4 Stunden. Und dann nach einer gewissen Pause noch eine Infusion mit den Mineralien, die uns verloren gehen bei den routinemäßigen Anwendungen. Also wie viele Besuche sind da nötig? Auch sehr individuell verschieden. Je nach Belastung? Ich sag mal so ganz grundsätzlich, im Schnitt würde ich sagen, nach 20 Infusionen rentiert sich's mal nachzumessen.
Aber es sind nicht immer Infusionen nötig. Manchmal sind es auch, also manche Dinge sind auch sinnvoll, kann man auch mit oral durch den Mund eingenommene Kapseln. Und was ich genau brauche, stellst du fest über ein großes Blutbild oder über eine Mineralien? Nein, nach normalen Untersuchungen, die gehen immer voraus, nach normalen Untersuchungen mache ich so eine Metallprovokationsanalyse. Das heißt, der Patient bekommt eine Gelattherapie mit allen möglichen Gelatoren. Während 4 Stunden sammelt er ganz standardisiert, immer zur gleichen Tageszeit, immer nüchtern, immer nach bestimmter Weise, sammelt er sein Urin. Der Urin wird ins Speziallabor eingeschickt und auf Mineralien im Verhältnis zu seiner Urinausscheidung, das ist immer mein Pen, das ist der Kreatininwert, der das macht, also immer im Verhältnis, im individuellen Verhältnis zu seiner Ausscheidung wird das dann untersucht und das kann man vergleichen. Kann ich sagen, am Anfang kommt so und so viel und dann nach mehreren Infusionen kam nur noch so und so viel. Das heißt, da ist offensichtlich nicht mehr so viel da. Spannendes Thema. Also tausend Dank für dieses Thema heute wieder über die Algen zur Entgiftung. Passt alles wunderbar zusammen. Ich finde das wahnsinnig wichtig, wirklich diese Schalatentgiftung zu machen periodisch. Ich glaube, man haben es heute auch ganz deutlich kommuniziert Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass es das überhaupt gibt, diese Schalatentgiftung, den Körper mal zu befreien von diesen Fremdstoffen, von diesen Giftstoffen, von Schwermetallen. Impfstoffen auch, oder? Ich meine, wir haben ja früher auch mit Quecksilber geimpft. Es gibt metallhaltige Impfstoffe. Früher mit Quecksilber, heute mit Aluminium. Ja. Das ist ja auch etwas, was ja wieder raus müsste, oder? Die sogenannten Totimpfstoffe sind meistens mit Aluminiumsalzen versetzt. Also es wird verharmlost, es ist aber ein Thema. Vielleicht machen wir auch darüber mal ein Thema, wenn du darfst überhaupt. Müssen wir mal noch schauen. In diesem Sinne, euch beiden ganz herzlichen Dank für diese Aufklärungssendung. Es war mir wieder ein großes Vergnügen. Und ich möchte auch Ihnen ganz herzlich danken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Sie uns begleiten und schön, dass ich Ihnen diese 2 Gäste heute präsentieren durfte und im Bereich der Algen eine weitere Sichtweise darlegen durften. Algen hervorragend als Minerallieferant, hervorragend am Entgiften. Habe ich was vergessen? Ja, das DHA. Ah, und das DHA natürlich, dieses Omega-3-Fettsäure, die einfach die Entzündungsherde im Körper reduziert. Korrekt? Und Algen sind Lebensmittel im Sinne des Wortes. Lebensmittel und nicht ein Nahrungsmittel. Genau. Ganz toll. Danke herzlichst. Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.